Es freut mich, dass ich hier zum zweiten Mal einen Case vorstellen darf zum Thema Open Source im Einsatz. Ich werde das dann nachher auch tun, vielleicht zu meiner Person, David Krebs. Ich bin Mitglied der Geschäftsleitung der Nimacom Bern, hier in der Schweiz. Ich bin verantwortlich für die Wartung, ganzen Custom Services. Vielleicht Motivation, warum genau dieser Case, warum habe ich den ausgewählt hier? Ich denke, zeigt zwei Dinge auf. Das eine, einmal mehr kann man sagen, ich denke, es ist ein gutes Beispiel, dass sich Open Source gerade im kritischen, in diesem Fall jetzt im Sicherheits-, im Performance- und letztlich im businesskritischen Umfeld bewährt. Und dass sie Eigenschaften aufweist, die sich speziell auch auszeichnet, um in diesem Umfeld eingesetzt zu werden. Das zweite, auch darf ich sagen, wiederholt. Ich denke, es zeigt auch ein Beispiel, was Nimacom leisten kann auf dem Markt, nämlich solche Open-Source-Technologien möglichst früh dann zu adaptieren in den Unternehmenslandschaften unserer Kunden. Nun, welche zwei haben sich da gefunden, wenn ich das mal so sagen darf? Den Case, den ich hier vorstellen will, ist ein Projekt, das wir ausgeführt haben für die Six Interbank Cleaning AG. Und die Six Interbank Cleaning hat die Aufgabe in Verantwortung der Schweizerischen Nationalbank, sämtliche Transaktionen, Interbanking-Transaktionen in Schweizer Franken zu managen. Von daher, ja, sicher ein in vielerlei Hinsicht kritisches Umfeld, wenn ich das mal so sagen darf. Die Nimacom, wie gesagt, auch wir 15 Jahre, hatten das 15-jährige letztes Jahr, das sind fast ein Jahr voraus. Wir sind seit über 15 Jahren auf dem Markt als Open Source Integrator, eben in diesem Geschäftsumfeld maßgeschneiderte Lösungen in komplexen Systemlandschaften. Open Source ist bei uns fast nicht ganz ausschließlich, aber fast ausschließlich Java basiert und JavaScript basiert. Auch ich verzichte auf eine Firmenpräsentation, Vorstellung, die findet ihr im Anschluss an der Präsentation und in der Open Source Studie die Seite 30. So, jetzt zum Case. Die SIX hat sich entschieden, SIX, also die Swiss Interbank Clearing Architektur, neu zu überarbeiten in der vierten Generation. Das Treiber eigentlich war nicht nur, jetzt in diesem Sinne, nicht funktionale Anforderungen, wie sie hier auch drauf stehen, wie eben die Geschwindigkeit, die Modellierbarkeit, Präzision, sondern auch getrieben durch gewisse Anpassungen in den Standards und in den Umsystemen, die die SIX verwendet in ihrem täglichen Geschäft. Ich will nicht auf diese Architektur eingehen, das könnte ich auch gar nicht, da fehlt mir dann das Wissen dazu. Ein Teil davon ist oder war der Bereich des Monitoring. Monitoring heißt im SIX-Umfeld einerseits das Monitoring über effektiv die Transaktionsdaten, diese Banktransaktionen. Es geht aber natürlich weit, das ist ein Monitoring über Batch-Prozesse, was ist dann wann wo automatisch abgelaufen. Es ist Monitoring auch über Access-Daten, wer hat wann was gemacht. Allenfalls Remote-Zugriffe, Stammdaten und nicht zuletzt auch Monitoring über das System selber, also die Hardware, die dann auch noch dazugehört und Software. Dazu. Also ein relativ umfangreiches Monitoring, das in dieser Architektur hier abgedeckt werden musste. Das sind so das Nenngerüst, die Herausforderungen, die wichtigsten Eckdaten, vor denen wir gestanden sind. Es sind 50 Millionen Transaktionen pro Tag, daraus generieren sich etwa 400 Millionen Log-Events oder irgendwelche Events pro Tag. Sicher sehr interessant in diesem Umfeld hier, dass der maximale Delay zwischen Transaktion und der Visualisierung durfte nicht mehr als 2 Sekunden sein. Das heißt, es geht nicht gerade um Echtzeit, aber nahezu Echtzeit-Monitoring von dem, was da passiert. Also nicht im Sinne von Data Warehousing, irgendwo habe ich dann da meine konsolidierten Daten, die schaue ich dann an. Was auch ein weiteres wichtiges Element war, dass es nicht nur um das Monitoring im konsolidierten Sinne ging, sondern man wollte eben durchaus dann auch im
speziellen Case in eine Detailanalyse reingehen. Das heißt, man muss über sehr große Daten, aber dann teilweise auch sehr detailliert suchen können. Das ist die Open-Source-Lösung, alle diese Produkte kommen aus dem Hause Elastic, wie es neuerdings heißt, ist bekannt geworden unter dem Elk-Stack. Ich glaube, es ist nicht das erste Mal, dass ihr das hört, denke ich mal. Ganz kurz zu diesen Open-Source-Produkten, Logstash, quasi der zentrale Datensammler, der die Log-Daten sammelt, anreicht zum Teil und dann eben auch zur Verfügung stellt. Elasticsearch, das Produkt, sehr breit skalierbar in seiner Leistung. Elasticsearch, das Produkt, das dann diese Daten indexiert und dann auch für Visualisierung oder andere Zugriffe zur Verfügung stellt. Und Kibana dann andererseits, das die grafische Darstellung dieser indexierten Daten dann ermöglicht. Dieses Dreigespann hat sich hier sehr gut bewährt. Man hat auch andere Lösungen evaluiert, ich weiß nicht genau welche, könnte ich sonst auch sagen, aber es hat sich als das herausragende Produkt dann, oder Produktekombination dann auch herausgestellt. Jo, es sieht schlimmer aus als es ist. Ich habe trotzdem das mal hineingetan, das Projekt, einer der Projektmitarbeiter hat sich ein Hobby gemacht, der zeigte gehen und hat mal das Projekt gezeigt mit Verlauf, also ist nicht in Schleme. Es sieht viel schlimmer aus, als es ist. Im Prinzip war es ziemlich straightforward, auch wenn es ein bisschen wirr aussieht. Begonnen haben wir im letzten 2014, drei Monate später wurde es dann abgeschlossen. Es war ein relativ kleines Projekt. Seitens Vimacom drei Personen, eine Person seitens SIX mit technischer Unterstützung. Wir haben das Projekt in ungefähr drei Monaten dann umgesetzt, abgeschlossen und produktiv gesetzt und es ist unterdessen auch in Wartung. Also da die etwas trockener Zahlen dazu, das wäre der ungefähr Projektumfang. Ich denke, das Statement ist sicher auch ein bisschen bezogen auf die Situation der SIX in diesem Case, aber ich denke, es ist doch ein gutes Statement, das zeigt, Open Source ist valabel, ist ein Player, der nicht irgendwo einen Nischenplatz braucht oder verdient, sondern sehr vorne damit mitspielen kann, wie gerade auch dieses Beispiel zeigt. Alle weiteren Infos, ich habe einfach den Link dazu getan, die Seite in der Open Source Studie weiß ich auch nicht auswendig. Ja, vielen Dank. Dann gebe ich wieder zurück an dich. Merci. Ganz vielen Dank.